Seid ihr bereit für Dead Rising 4? Ich hoffe ja, denn es geht endlich in den Kampf. Die Made wird zur Maus. Und die Maus wird zur Ratte. Ratte wird Fuchs. Fuchs wird Wolf. So weiter und so weiter. So wird die Kette gesprengt. Wow, das ist mir neu. Was ist mit dem Mensch? Er bleibt. Lebt. Tötet. Verbrennt. Vergiftet das Meer. Zerreißt den Himmel. Das Alter rafft ihn dahin. Aber bald wird er das auch überwinden. Wir bestehen aus Mördern. Diese Hände gehörten einem Menschen. Doch nun. Oh, Moment. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Sind sie besser? Hey, Cäsar! Oh, Scheiße, er ist sauer. Ja, ich weiß, Großer. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brauche meine Festplatte! Meiner läuft automatisch. Ich muss mit dem Gesicht hier rauskommen. Oh oh. Brett, ich habe die Festplatte. Bin auf dem Weg, holt mich ciao. Ab. Ciao. Brett, Brett. Oh, Scheiße. Au, Scheiße. Überleben, aus dem Bereich entkommen. Bin dabei. Ah, alles brennt. Das soll doch wohl ein Scherz sein. Schnell, nimm den mit. Oh Gott, 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 oh Gott. Feuerzombies! Beschissene Feuerzombies! Oh oh, oh oh, alles explodiert. Ich komme hier nicht weiter. Aua, 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 ich erleide sehr viel Schaden. Ah! Lass mich durch, Mann! Ihr Blödmänner! Das passt mal wieder. So, und weiter, 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 weiter. Keine Sorge, bin nur auf der Durchreise. Schönen Tag noch! Alter! Ich kann nicht mehr rennen gerade. Ich hasse es! Ich komm nicht rennen! Jetzt! Hinter mir explodiert halt alles, ich muss halt weiter! Ich wollte doch live im Fernsehen sterben! Das wäre cool gewesen, das ist ein cooler Abgang, ja. Ein Frank West muss live im Fernsehen sterben! Schieb's dir in den Arsch, Calder! Oh Gott, darüber war nicht muss so gemeint! Du Blödmann! Für dich! Kabum! Juckt ihn nicht, okay. Oh oh. Der Zombie schnell! Ich muss weiter! Lauf, Frank West! Lauf! Er ist hinter dir! Für die Beteiligung des Verteidigungsministers. Diverse ja. Generäle ja. Assistenten und oh, sogar. Baby. Wir werden es weit bringen. Direkt auf das Titelblatt der Times. Frank. Hi. Gib sie mir. Los jetzt!
Na komm. Okay. Das wirst du nicht an den höchsten Bieter verscherbeln. Diesmal tun wir das Richtige. Ja, red dir das ruhig ein. Weg von der Festplatte. Jetzt! Ja. Sorry, Frank. Ciao. Also, was? Kein Minigolf mehr? Hammond brauchte mich. Ihr Tyrann hatte sich in einen Psychopathen verwandelt. Wir schalteten ihn aus und Hammond sorgte dafür, dass das auch so blieb. Im Gegenzug schenkte mir Hammond ihre wertvolle Freundschaft. Und darüber hinaus eine Bombe, um in Calders Versteck zu gelangen. Die Kanalisation. Calder und seine gruselig schlauen Zombies hatten sie in eine gespenstische Höhle verwandelt. Und Calder selbst kann sprechen. Was immer er jetzt auch ist, eine gute Portion Psycho ist da immer noch übrig. Ich habe mir die Beweise geschnappt und bin abgehauen. Und das wäre das Ende unserer Geschichte gewesen. Frank West, Retter von Willamette. Mal wieder. Vic Chu. Diebin. Höllenbrot. Sie stahl meine Beweise mit vorgehaltener Waffe. Und jetzt ist sie dran. Teil 5 gelöst. Ich muss sagen, die Vic ist mir sehr einfach unsympathisch, ne? Die ist einfach voll unsympathisch. Die müssen wir ausschalten. Umbringen, töten. Frank, was ist los? Vic hat die Kamera mit den Beweisen geklaut. Was? Dann hol sie zurück. Es ist doch nicht vorbei, Frischling. Da ist Vic. Fick dich, Frank. Fick du dich, Vic. Ey, ich komm nicht hinterher, ne? Entschuldigung, Zombies, lass mich mal bitte durch. Ich muss Vic einholen. Mit meinen Beweisen abhaut. Vic! Die ist echt. Die geht mir richtig auf den Sack, ne? Bringt wohl nichts, okay. Gib mir die Kamera! Bitte! Ich sag sogar bitte! Ach Mann! Ich krieg zu viel bei der blöden Tussi, ne? Bleib stehen! Kann gleich nicht mehr laufen. Oh oh. Scheiße! Weg! Jetzt hast du aber ein großes Problem! Also noch ein großes Problem! Ich brauch Ausdauer! Ich brauch Ausdauer! Mehr Ausdauer! Los, 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 los! Und jetzt! Jetzt wieder! Jetzt sprint ich wieder! Durch die Zombiehorn durch! Los, 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 los! Go, go, Power Ranger! Ach, die kann mich mal am Zuckerli. Brad! Ich brauche deine Hilfe! Vic ist auf dem Weg durch die Caribbean Coast! Einen Augenblick! Ich bin ja auf dem Weg, wenn ich hier durchkommen würde. Du blöder Co. Verdammt, Vic! Schwör ab, du Parasit! Hier sind wir fertig! Parasit! Stirb, Mann! Oh, du kannst sie an der Kichiro Plaza abfangen. Kichiro Plaza, die Beweise sind mein. Ich bin dabei, ich bin dabei. Du bist bei mir unten durch, ne? Vic, Carter will nicht nur spielen! Selber schuld, wenn sie stirbt. Ganz ehrlich, wenn sie meine Sachen klaut. Ja. Oh, Kacke. Die ist von Canon. Wäre besser, du weißt, was du tust, Vic. Oder Samsung, keine Ahnung. Nein! Hau ab! Vic! Stirb, hast du verdient, blöde Kuh. Ciao, tot. Ist mir egal, stirb. So richtig. Nicht gemein jetzt. Hey! Kennst du mich noch?
Hab gehofft, dass wir drüber reden können. Du versteckst dich hinter Glas! Nimmst alles, was du siehst, willst dies, raubst das. Alles gehört dir. Gib's nicht zurück. Also gut. Etwas dramatisch, aber okay. Ich kann es besser. Morgen früh. Du gibst mir die Kamera zurück. Morgen bin ich ein neuer Mann, versprochen. Du bist Teil der Kette, Frank West. Und ich muss sie brechen. Nein, du wirst was schon passiert. Ja. Oh Gott, ich hasse dich. Ja. Okay. Weißt du was? Du hast meine Studentin verletzt. Du hast meine Story geklaut. Und jetzt hast du auch noch meine Lieblingskamera zerstört. Also dann, Frank West versus Zombie First. Leg mir los, du Spinner. Es reicht mir! Weg! Wo willst du denn hin? Sie lässt mich stehen! Schon wieder! Eigentlich voll asozial, oder? Aber ernsthaft gemeint jetzt. Sie haut ab und lässt mich einfach alleine. Weg! Wo bist du? Im Kontrollraum. Wie sieht's da unten aus? Bist du okay? Du sorgst dich! Ist ja rührend! Geh zum Wellnessbad. Ich habe die Tür für dich aufgemacht. Okay, ich mache ihm einfach gar keinen Schaden. Nicht frech werden, bitte. Wir alle sterben allein, Frank. Ja? Dann tut's. Okay, doch, ein bisschen Schaden mache ich ihnen, aber nicht viel. Ah, Exosuit! Gönn dir! Ah, danke, danke! Ja, gut gemacht, oh Alter. Mein Gott, ey! Wir bereiten dir mein Ende, Frank. Genau! Moment mal eben kurz, ich muss mal irgendwas gucken gehen. Schönen Tag noch! Hör auf zu brüllen! Aua! Mann, ich will doch nur... Der lässt mich auch nichts machen, ne? So, jetzt hier. Das Schild! Ich bin so dumm, ne? Ich will das Schild auf ihn werfen, aber es klappt nicht. Es klappt einfach nicht. Mann! Ich hasse das gerade. Wow. Ach, Mann, ey. Okay, ich bin tot. Ist hier irgendwo was zum Leben regenerieren? Oder nichts mehr da? Ist echt nichts mehr da, ne? Da! Ah, schön. Warte, ich bin gerade am Essen. Jetzt reicht's mir. Nein. Beef. Da kann ich irgendwas machen. Ich hasse ihn, ne? Ja, ja, du bist groß und böse. Kann ich mich irgendwie verwandeln und irgendwas? Nee, ne? Wäre ja auch zu easy. Okay, komm. Jetzt, von hinten, in den Arsch. Junge. So. Schnauze. Mann, ich sammle gerade Schokoriegel. Ich will Schokoriegel sammeln, du Blöd, Mann. Danke. Schokoriegel, ja, lauf FTV. Los, weg, du. Moment, was ist das denn? Was macht er jetzt? Genau. Wahrscheinlich. Frank, alles okay bei dir? Er lädt sich wieder auf? Er kann aufladen? Er kann Strom zum Wiederaufladen abzapfen. Das hat er schon mal gemacht.
Oh Mann! Das ist einfach nicht fair! Sorgen wir für Chancengleichheit. Ich habe einen Plan. Der ist wieder verwirrt. Kalas Zombies bekämpfen. Bin ich dabei. Erstmal diese super kacki Zombies. So, zwei auf einen Streich. Oh, und er lädt sich auf, ey. Das finde ich echt richtig gemein. Richtige Freche. Oh, das war knapp. Aua. Meiner fällt immer hin und braucht 100 Jahre zum Aufstehen. Genau, er gibt mir einen Schlag und ich fliege 100 Meter. Schrei mich nicht an! Moment mal. Danke für den Softdrink. Muss mal eben einmal kurz. Ah, weg! Weg, 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 weg. Ich will mal eben einmal die Zombies hier noch töten. Weil die Schokoriegel droppen, glaube ich. Gib mir den Schokoriegel. Steckst du fest? Ach, ich wollte ihn gerade schlagen. Oh, Kamehameha. Da oben ist Mega Man. Ich habe Mega Man gesehen. Aua. Du gehst mir echt um. Ich drück doch RB. Ja, doch. So. Alter. Ich mag dich einfach nicht. Frank, sei vorsichtig da unten. Alles klar hier. Passt. Ich bin echt zu dumm, Mann. Alle fünf Sekunden falle ich hin. Ach nö. Komm schon, du Hackerboy. Lädt er sich schon wieder auf? Der will mich doch verarschen. Weg? Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für deinen Plan. Bin gleich soweit. Kill einfach noch ein paar Zombies. Oh, Vic 2, die Meisterstrategin. So. Geschenke, Mann. Schreite zur Tat. Bam. Frisst meine Geschenke, Aua. Sollst meine Geschenke essen? Ich bin so ein süßer Typ, oder? So schön am Leuchten. Ich dreh den Saft ab. Mach dich bereit. So. Wo ist der? Da. Attacke! Attacke! Wo ist jetzt der Blödmann? So, jetzt bist du dran. Okay. Einer weniger. Da kommt noch einer, noch einer, noch einer. Und endlich Leute. Nichts mehr mit lieber Onkel Frank. Wo kommt denn jetzt runter? Der geht mir richtig auf den Zucker. Saftbad geschlossen. Ah, jetzt hat endlich ein Strom aufgeschaltet. Ach, Menowin. Sauber! Ja! Scheiße! Klingt, als wäre was zu ihm durchgedrungen. Aua. Ja, dachte mir, dass ihr das. Aua. Ich hab noch weiter Topf geöffnet, Frank. Geht doch, so. Oh, lass mich mal bitte durch. Warum haben wir uns nicht früher zusammengerissen? Hast du die Gegner. Elektro-Power! Du musst nicht brüllen! Ich bin doch hier! Ha, geht doch, jetzt sind wir hier elektrisch aufgeladen. Oh Gott! Ah.
Kleinen Moment. Ihr merkt das jetzt nicht, aber zwischen dem Cut liegen gerade bei mir im echten Leben hier 2 Stunden. Weil ich auf. Ich musste mitten im Bossfight pausieren, weil ich kurz was erledigen musste. Ich hatte einen Termin noch, den ich verpeilt habe. Und jetzt nach 2 Stunden später geht's jetzt hier weiter. Die Xbox ist nämlich in der Zeit angeblieben. Hab quasi einfach nur 2 Stunden auf Pause laufen lassen. Und hier geht's jetzt weiter. Jetzt wollen wir endlich diesen Typen besiegen. Den blöden Boss. Wenn es irgendwie. Aua, 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 ich bin tot. Dafür wirst du bezahlen. Ah. Hab's auch noch hinbekommen. Warum ist das gerade so laut auf meinen Ohren? Dammit! Jetzt kann ich mal auch mal schlagen. Ich komme einfach nicht mal zum Schlagen. Ich komme einfach nicht zum Schlagen. Das ist gerade die Hölle. So. So, jetzt endlich wieder Full Life. Oh, jetzt kommen wieder die Granaten. So, gönn ich mir das Medikit. Ach Mann. Warum klappt RB nie? Ich drücke jedes Mal RB. 1, 2. Es klappt einfach nie. Wir werden niemals RB schaffen. Schlecht gelaunt. Wir sind ja ganz wild, aber. Hier weg. Danke, danke. Ach Mann, schon wieder. Ich will doch nur RB drücken. Oh, schon wieder. Aber Strom ist aus, oder? Nein. Gib sie im Weg. Na, hast du Spaß? Erstaunlich viel. Okay, dann kümmern wir uns jetzt erstmal wieder um die Zombies. Ah! Komm her! Komm noch her! Danke! Ja, wahrscheinlich. Ich heile mich mal einmal wieder voll. So, der ist weg, sieht doch. Mann, das ist so hektisch. Ja, geh weg in der Nüste. Ich finde das halt ultra hektisch. Komm. Komm. Die. Kommt nur her. Alle herkommen. Denn ich möchte einmal das hier machen. Schön. Das funktioniert ja wirklich. Aua. Auf dich und deinen Sarkasmus ist wirklich verlassen. Gönn dir mal den Kaffee. Scheiße, den letzten Generator. So, endlich wieder voll live. Was? Verrückt geworden? Aua, 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 aua. Kalder, stirb, Mann! Ich bin auf dem Sack. Du steh auf hier! Ey, ich bin echt der Trottel. Ich schaff nicht einmal dieses Wegspringen. Genau! Genau! Jetzt von hinten, komm! Rechts, links, eine. Ich bin sogar diesmal zurückgejumpt, habt ihr das gesehen? Und es hat nichts gebracht. Vor dir hab ich keine Angst!
rechts, links kriegst du eine hier eine Backpfeife. Ja! In den Popo! Das kann nicht wahr sein, das ist immer noch. Das will ich doch verarschen! Was machst du denn da? Ich prügel darauf ein! Was machst du denn da? Gute Frage. Ich hole mir erstmal ein Medipack und gönn mir das. Oh, da ist ein Mega Man-Anzug. Den hätte ich gerne. Kannst du bitte herkommen und sterben? Ah! Verschwendet doch endlich! Ich hab die Faxen-Dicke von euch. So, du kriegst eine Schelle. Noch eine. Noch eine. Und du kriegst eine Schelle. So, komm mal her! Schelle! Schelle auf der Stelle, Junge! So. Ein weniger. Verdammt, sei vorsichtig! War hier nicht eben noch ein Medikit oder sowas? Ach Mann, verdammt! Was ist jetzt passiert? Ach so. Jetzt gibt's Beef endlich! Oh nein! Okay, du beschissener Super-Zombie! Es reicht mir! Ja. Geht doch! Aus dem Weg! Ich muss an diesen Penner herankommen! Jetzt gibt's Schelle! Geht doch! Geht doch! Warum hat er nicht gesprochen? Nur Untertitel? Okay. Weg! Oh Gott, komm schon, Kleine, komm. Red! Du musst zum Kichiro Plaza. Ich brauche medizinische Hilfe. Okay, na los, bleib bei mir, Kleine. Bleib bei mir. Ganz ruhig, langsam. Alles okay, er ist Geschichte. Die Soundausgabe ist ein bisschen verbuggt, tut mir leid. Wir haben alles verloren. Kamera, Barnabys Server wurden gelöscht und du hast die Festplatte zerfetzt, also... Hey, du wolltest doch nicht wirklich auf mich schießen, oder? Warum ist ihre Stimme nicht da? Was ist denn das? Das macht mich traurig. Es tut mir echt leid. Ich kann nichts dafür. Keine Ahnung. Pass auf, wenn es nochmal so weit kommen sollte, zähl bitte auf das Richtige, ja? Das hält zunächst zu gebrauchen.
Keine Sorge, hab Schlimmeres erlebt. Das wirst du auch. Die Art von Scheiße, die man als guter Journalist durchmachen muss, richtig? Was ist das? Hast du ausgenommen? Bevor sie explodierte? Irgendwie awkward, wenn nur er redet. Was willst du dafür? Nein, ehrlich. Ich gebe dir alles. Okay, ich will diese Story. Mein Text, deine Bilder. Eine Mediensensation. Zusammen. 50-50. Ja, 50-50. Das klingt doch gut. Ich bin Synchronsprecher, Leute. Ja. Bloß Minigolf. Oh Mann, bloß kein Minigolf. Ja, okay, Minigolf. Hey. Kein Ding, ich synchronisiere so, einfach selber. Nach eurer Versöhnung müssen wir jetzt zum Treffpunkt, damit sie uns hier rausholen können. Da sage ich nicht nein. Schnappt euch ein paar Waffen und sagt mir Bescheid, wenn ihr fertig seid. Auf wie geht sie? Raus hier! Ich habe gerade gegen einen Monster-Zombie-Fürsten gekämpft. Hast du den bemerkt, den Monster-Zombie-Fürsten? Ich habe ihn gesehen, er war winzig. Meinst du jetzt meinen Penis oder den Zombie-Fürsten? Ich mache jetzt das Tor auf. Ja, dann mal los. Ich würde Ellie nach Hause, ey. Kein Bock mehr. Und hat sich dein Herzgröße dieses Weihnachten verdreifacht, Frank? Na komm, wir sind quitt, oder? Sind wir quitt? Bringen wir die Story raus, retten die Welt, dann sind wir quitt. Ach man, diese Wick hat eine scheiß Stimme, ne? Dann mal los. Gib mir richtig auf den Sack. Brad folgen. Okay, folgen wir Brad. Himmlisches Scheißding! Müssen wir jetzt alles töten? Red, hilf dir! Das Erdgeschoss ist vollständig überrannt. Ach, Menowin, ey. Da vorne. Wir kommen über die Skybridge raus. Ja, komm mal, los, los, los. Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Red. So, Miss Chu. Normalerweise müsste ich dich für den ganzen Scheiß einbuchten. Dafür musst du mich erstmal kriegen, Oberbulle. Meine Güte. Mein Spiel ist kaputt, das ist irgendwie traurig. Denkst du, man kann ohne Guerillataktik Journalist sein? Kommt drauf an! Denkst du, die Regierung hört auf uns zu ruinieren? Touché! Die klingen nicht besonders glücklich. Welche Zombies klingen denn bitte glücklich? Los hier! Vic, komm! Wir müssen jetzt hier weiter. Der Helikopter holt uns auf dem Dach des Parkhauses ab. Gleich bei der Skybridge. Hier haben wir angefangen quasi. Wisst ihr noch, wo wir hier Geister... Frank getroffen haben? Haben wir noch alle ein Souvenir mitgenommen? Wenn PTBS zählt, ja. Was? Bei mir schon. Ich glaube, die sind ziemlich angepisst. Naja, schon die ganze Zeit. Komm schon! So. Eben kurz hier einmal durch. Geh mal weg hier, ich muss hier durch. Kritisch. Geht ihr ruhig weiter, während ich nur die Zombies schnetze, die Penner. Dann könnt ihr mal warten. Richtig abgehoben, dabei bin ich der hier alle gerettet hat. Nein, nein, eine Sekunde ist schon zu viel. What? What? Bitte sag, dass er für uns ist. Ich brauche einen Wodka und einen Whisky. Scheiße!
Hochziehen! Zieh hoch! Helikopter 1 am Boden, müssen evakuiert werden. Wir kommen hier nie weg. Jetzt. Wir werden niemals hier entkommen. Oh nein, nein, nein! Erste Hilfe-Sachen. So, jetzt gönne ich mir mal hier. Wo sind da? Beschäftigt sie! Ich krieg die schon auf! Okay. Aus dem Weg! So, bleibt mal bitte alle hier weg. Alle weg. Hier blöden, 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 blöden. Verdammten Zombies! Ihr könnt mich mal! Das stimmt, ihr könnt mich mal am Zuckerli lecken. Noch 5 Minuten verteidigen. Boah, ich sehe schon. Die Folge wird wieder Überlänge haben und das tut mir ein bisschen leid. Verzeiht mir das bitte, dass die Folge Überlänge hat. Nach oben, rauf! Okay. Hurtig, hurtig! Noch einmal! Ich hab sie aufgehalten! So sieht's aus! Ich komme! Ah. Oh nein, Brad, das ist eine Todesfalle! Vorräte ab! Wir könnten die Stellung halten. Der nächste Helikopter wird es auch nicht schaffen. Meine Leute werden uns hier rausholen. Versprochen. Ach du Kacke. Okay. Vic, ich rette dich. Ach, sie hat sich schon gerettet. Ihr müsst alle sterben! Ja, weg! Kamehameha! Klappe halten und Zombies töten! Ja, das ist mein Hobby. Aua, das war fail. Oh, da kommen aber viele. Come on! Tut mir leid, Leute! Weg mit euch! Nichts mehr mit lieber Onkel Frank! Vic und Red überleben. Ja, versuche ich. Dann schalt auf Dauerfeuer! Es wäre schöner, wenn Vic normal reden könnte, denn ich kann nicht synchronisieren, wenn ich gerade hier am Kämpfen bin. Na? Das sieht nicht gut aus, Brad! Hört schon! Granaten, überall Granaten für euch! Kamehameha! Ja. Für so einen Scheiß habe ich keine Zeit! Schön alles einfrieren auch. Ich habe leider keine Muni oder so. Das ist ein bisschen blöd. Bin ich mal ehrlich. Oh Mann, ey. Oh! Und auf! Bewegung! Los! Los! Ich muss mal eben weiter, Leute. Deswegen, ich ciao. Ich bin am Leben. Ja, noch. Go, go, Power Ranger. Du, 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 du. Verdammt, ich weiß, wie der Film endet. Ich brauche dich, Frank. Bin ja dabei. Frank. Ja, ja! Stirb! Nicht weglaufen, Wes! Papa ist gerade etwas beschäftigt! Ich laufe nicht! Geliefert. Ich kämpfe wie ein wilder Esel! Wenn wilde Esel kämpfen! Wir schaffen das! Wir haben 10.000 Zombies mittlerweile wissen. Übrigens erreicht! Ja! Das ist meine Ultra-Handschuhe. Oh, und ein Geschenk. Oh, das hat gesessen. Das hat richtig gesessen. Das wird auch nicht passieren. Und?
Heiliger Bimbam. Ich will mal eben kurz. Ich habe fertig! Ich habe es! Oh, hi. Ich werde mal eben kurz einen Cut machen und nochmal gucken, ob das jetzt funktioniert mit der Stimme, wenn ich nochmal neu starte. Da sind wir wieder. Das geht jetzt hier weiter. Ich habe jetzt das Spiel neu gestartet und jetzt redet Vic auch. Ich will hier aber nicht sterben, verdammt! Wieder, Gott sei Dank. Das wird auch nicht passieren. Ach man, ey. Dieser kleine Bug hat ein bisschen hat ein bisschen alles ruiniert, ja? Aber es funktioniert jetzt wieder, immerhin. Fürs Finale. Ah! Weg mit euch. Einmal durchschnetzeln. Ihr könnt mich mal! Was macht der da eigentlich? Haltet aus, gleich hab ich's! Wie viele kommen denn hier von diesen lustigen, kleinen, süßen Zombies? So sieht's aus! Weihnachtsüberraschung, Weihnachtsüberraschung! Alter. Oh, ich bin am Boden. Mann am Boden. So. Fans sind ja ganz nett, aber... Ich hasse mein ganzes Leben. Diese nervigen Zombies. So. Ah, ich wollte den eigentlich erwischen, ne? Abgang! Kannst du jetzt mal hinten machen? Was? Das sind zu viele! Nein, wirklich! Das sind doch nicht viele! Überhaupt nicht! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Bewegung! Los! Ja, auf geht's weiter! Safety first! Kinder und Frauen zuerst. Und Frank. Bewegung. Los jetzt. Frank! Frank! Halt! Sie haben Frank! Komm! Rauf mit dir! Halt dir mal das Ziel im Auge. Frank! Wow. Als ob Frank... Wir können doch nicht Frank sterben lassen. Das ist doch scheiße. Dummes Spiel. Kauft euch ein anderes. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn es nach Frank ginge, wäre die Story jetzt zu Ende. Er würde als Held sterben und sich zum Wohl seiner Freunde opfern. Dann gäbe es keinen Grund, den ganzen Wahnsinn in den Monaten danach zu verfolgen. Aber Frank ist nicht hier, um die Geschichte zu erzählen und sie wie immer mit pikanten Details auszuschmücken. Ich frage mich, wie die Geschichte ausgegangen wäre, wenn er sie später erzählt hätte. Hätte er Fontana im direkten Duell besiegt, sich nicht mit der fiesen Dr. Blackburn zusammengetan, eine Romanze mit der Technikerin der Stadt angefangen? Sein zweites Buch wäre wahrscheinlich auch ein Hit geworden,
Aber Frank ist nicht hier. Also erzähle ich seine Geschichte. Ob er es gewollt hätte oder nicht. Und ich finde, Wahrheit ist besser als Fiktion. Fall 6 gelöst. Mit dem Tod von Frank West. Das ist ein trauriges Ende für Frank West. Ach Mann, das finde ich jetzt schade. Der arme Frank West. Aber das war Dead Rising 4. Wow. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen bei Dead Rising 4. Ich hoffe, ihr hattet irgendwie ein bisschen Spaß dabei, mir zuzusehen, wie ich die Zombies niedermetzel, die Geschichte von Frank West spiele, der dann am Ende leider Opfer wurde und nochmals starb. Was schade ist, ich mochte Frank West, das ist ein echt cooler Charakter. Das ist, mit dem Ende hätte ich es nicht gerechnet, aber ihr könnt gerne mal schreiben, wie ihr das fandet, das Let's Play, wie ihr allgemein so das Ende jetzt fandet. Ihr könnt gerne einen finalen Daumen nach oben da lassen und einen finalen Kommentar von diesem Let's Play zu Dead Rising 4. Vielen Dank wieder fürs Zusehen. Das war ein sehr lustiges Spiel, mir hat es sehr gefallen. Also ich hatte wirklich Spaß dabei, muss ich echt sagen. Einfach nur Zombies töten ist einfach, das ist einfach lustig, okay? Der Preis ist heiß. Ja. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bei weiteren Projekten wieder. Bis dann und ciao. Oh Christmas Tree, oh Christmas Tree.